Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben uns letztes Mal hier in Glenumbra verabschiedet und die Story sollte wohl noch ein ganzes Stück länger weitergehen. Deswegen werden wir jetzt mit der Anruferin Grala sprechen. Ich entschuldige mich übrigens im Vorfeld schon mal, dass meine Stimme wieder ein bisschen komisch klingt heute Morgen. Zum einen bin ich ein bisschen erkältet und zum anderen bin ich quasi aus dem Bett gefallen, habe mir einen Kaffee gemacht und mich direkt hier hingesetzt, damit es weitergeht mit dem Let's Play. Deswegen verzeiht es mir bitte. Tagsüber höre ich mich ein bisschen normaler an mit der Stimme. Die Geister der Alessianischen Armee suchen diesen Ort immer noch heim. Es ist eine Ewigkeit her, dass hier die Schlacht beim Glenumbra-Moor stattfand. Aber die Geister sind immer noch hier. Wem soll ich dieses Wissen mitteilen? Wenn ihr nach Norden geht, solltet ihr die Streitmacht der Löwengarde einholen können. Findet einen Offizier und erzählt ihm, was ihr herausgefunden habt. Das Wissen um Faulchus Schwäche könnte den entscheidenden Vorteil bringen. Ich werde zu den Truppen der Löwengarde aufschließen. Ja, das heißt jetzt für uns, dass wir quasi geradeaus müssen. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich links rumlaufe. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall reiten wir erstmal hier rum. So, das wäre... Das ist aber, glaube ich, dieses... Ja, wo das zu ist. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt so durchkomme. Müsste ich dann hier erstmal rum. Aber da hinten irgendwo ist auch mein Questgeber. Da ist er. Zuerst haben wir Kamlorn verloren. Dann haben sie unsere Offensive abgewehrt. Wenn wir dieses Lager nicht zurückerobern können, hat Faul zu uns geschlagen. Alles andere ist unwichtig, bis das hier erledigt ist. Ich bin hier, um zu helfen. Ich weiß, wie man Faulchu besiegen kann. Noch eine wilde Theorie? Das wäre dann die dritte für heute. Kommt nur niemandem in die Quere. Wir haben schon genug Ärger. Wenn ihr kämpfen könnt und den Unterschied zwischen dem Kopf eines Bretonen und dem Arsch eines Werwolfs kennt, können wir eure Hilfe gebrauchen. Wir müssen uns eine Schneise durch die Werwölfe schlagen und uns mit unseren Truppen auf der anderen Seite des Lagers verbünden. Ich kann das machen. Gut, helft Charza, eine Schneise zu schlagen und kämpft euch zu General Mandin am Westtor durch. Wir werden die Truppen dort sammeln und das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Zumindest für eine kurze Weile. Auf mich könnt ihr zählen. Arbeitet mit Charza zusammen, um eine Bresche durch die Werwölfe zu schlagen. Wir werden folgen und das zurückholen, was uns gehört. Wenn ihr durchkommt, dann meldet euch bei General Mandin. Ich weiß, wie man Faulchu töten kann. Ich würde eure Theorien gerne hören, aber das wird alles nichts bringen, wenn wir nicht zuerst dieses Lager zurückerobern. Um Faulchu zu besiegen, müssen wir erst an ihn herankommen. Lasst uns reden, sobald das Belagerungslager wieder unter unserer Kontrolle steht. Okay, ist ein Deal. Machen wir so. So. Helft Charza, das Lager zurückzuerobern. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Oh, okay, sie kommen alle in die Mitte. Die Frage hat sich damit erledigt. Den dürfen wir mal looten. Ich benötige Hilfe. Bringen wir das zu Ende. Machen wir. Hallo, geht's noch? Wir haben es geschafft. Rein da mit euch. Sucht General Mandin. Ich gebe den anderen das Signal zum Einrücken. Okay. General Mandin. General Mandin. Ihr wollt steht hier mich hinten. Nicht verarmen. Diese verdammten Werwölfe. Ich hab nur... Wie im Namen des Vergessens seid ihr hierher gekommen? General Gautiers Gruppen sind direkt hinter mir. Ich habe einen Weg für sie freigemacht. Gautier hat das Lager zurückerobert?
Ihr müsst einen bemerkenswerten Vorstoß angeführt haben. Sagt ihm, dass ich eine fast vollständige Kompanie von Soldaten hier habe und dass wir kampfbereit sind. Mach ich. Wieso muss ich jetzt dafür noch da gehen? Ich denke, die sind hinter uns. Hallo? Wo seid ihr denn alle? Mit wem muss ich reden? Da oben? Ah, da. Ihr steht vor dem falschen Tor. Das Lager gehört wieder uns. Ich habe noch nie jemanden so wie euch kämpfen sehen. Das war inspirierend. Habt ihr General Mandin erreicht? Ja, sie sagte, ihr Kontingent wäre vollzählig und kampfbereit. Gut, nun zu unserem Schlachtplan. Wir müssen den Innenhof direkt hinter dem Haupttor der Stadt einnehmen und halten. Und wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Ja, ich hoffe, die sagt das gleich nochmal. Was soll ich tun? Wir können den Hof nur halten, wenn das innere Tor verriegelt wird. Dann kämen die Verstärkungen der Werwölfe nicht mehr an uns heran. Ihr müsst für mich in den nordwestlichen Turm gelangen und das Tor verriegeln. Dieses Tor ist schon so gut wie verriegelt. Na Mist, sie sagt es nicht mehr. Naja, gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt meint, wir reden, nachdem wir hiermit fertig sind. Ist ja alles abgebrannt. Gar keine Gegner da. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich kommen die alle, wenn ich wieder rausgehe. Kann man da was mitnehmen? Ach, das sind Bücher. Ah, ich habe gerade gedacht, das wären Schatzkästchen. Ich trottel. Okay, hier sind auch wieder Gegner, habe ich gesehen. Die Frage ist, was muss ich machen? Da muss ich hin. So, damit der Gefräßige nicht mehr so gefräßig ist. Dann können wir wieder zurück. General. Dank euch sind wir hineingelangt. Da dieses Tor verschlossen ist, sollten wir diese Position halten können. Wo sind die Soldaten der Löwengarde? Ihr steht vor ihnen. Wir sind alles, was noch übrig ist. Wir können diese Stellung halten, aber wir haben nicht genug Truppen für einen Sturmangriff auf die Stadt. Habt ihr einen Plan? Wir bringen mehr Truppen heran. Doch das wird eine Weile dauern. Bis dahin müssen wir diese Stellung halten. Ohne eure Hilfe hätten wir nie so lange durchgehalten. Ja, und wir bekommen einen schweren Helm. Wir haben in Altfelden um Verstärkung gebeten. Ich nehme jeden, den sie mir schicken können. Wenn ich jetzt nur meinen Sohn erreichen könnte. Euren Sohn? Mein Sohn Darien dient als Hauptmann der Wache von Camlorn. Wir haben gehört, dass in Camlorn noch ein Trupp Wachen unterwegs ist. Darien soll unter ihnen sein. Wenn wir sie erreichen könnten, würden sich unsere Chancen auf die Rückeroberung der Stadt dramatisch verbessern. Was meint ihr? Darien hat den Generalschlüssel für die Stadttore. Mit diesem Schlüssel können wir das Haupttor und das Osttor gleichzeitig öffnen. So könnten wir die Werwölfe aus zwei verschiedenen Richtungen angreifen. Ich werde euren Sohn finden. Und wann kann ich das endlich über Faulschuh sagen, ihr Idioten? Da hinten geht's weiter. Ich werde den Sohn finden, aber ich habe noch keine... Freut mich zu sehen, dass ihr noch lebt. Nee, dann kann ich... Nee, findet Darien? Doch, muss ich doch, aber ich rede trotzdem mal mit ihr. Wenn wir Camlorn heute zurückerobern, dann nur wegen euch. Aber haltet eure fünf Sinne beisammen. Es ist noch nicht vorbei. Ihr habt recht, wir haben noch viel zu tun. Wenn Darien noch lebt, wird sein Freund Alinon bei ihm sein. Alinon kann ein bisschen schwierig sein, aber er ist der beste Alchemist, den ich kenne. Er arbeitet an einer Methode, um die Opfer von Faulschus Lykantropie zu heilen. Ist er der Fertigstellung des Heilmittels näher gekommen? Ihm fehlen nur noch ein paar letzte Zutaten. Meine Gehilfen haben das meiste gesammelt, was er braucht. Bringt ihm diese Dinge, sowie etwas frisches Blut von Faulschus Werwölfen. Dann sollte Alinon sein Heilmittel fertigstellen können. Ich werde Alinon finden. Ja, warum? Ah, jetzt.
So, wir brauchen dein Blut. Komm her. Nichts zerschmetternder Sprung. So, einmal Werwolfblut. Einmal Werwolfblut. Immer Werwolfblut. Nein. Wir haben ja in der, ich denke mal, letzten Folge gesehen, wenn ich es jetzt nicht vergessen habe, dazwischen hochzuladen, wie wir selber zum Werwolf geworden sind, beziehungsweise halt ein Anratschar hier von diesem Account. Und der wird auch Werwolf bleiben, so viel ist sicher. Aber mit ihr brauche ich natürlich keiner zu werden. Darien, dich kenne ich doch. Was führt euch in unsere hübsche kleine Stadt? Der Krieg? Das Blut? Die vermaledeiten Werwölfe? Ich wusste doch, dass ich den Namen irgendwo schon mal gehört hatte. Du warst mit uns in der kalten Stadt, genau. In Kalthaufen, der leeren Stadt. Oh mein Gott, die Löwengarde hält den Innenhof. Euer Vater hat mich geschickt, euch zu finden. Das ist die erste gute Nachricht, die ich heute höre. Aber falls ihr hier seid, um mich zu meinem Vater zu bringen, könnt ihr euch das gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Es gibt in Kamlorn noch hübsche Frauen, die auf ihre Rettung warten. General Gautier hat mich geschickt, um euren Generalschlüssel zu holen. Ganz im Ernst. Ich tue gar nichts, bis wir eine sichere Zuflucht für die Bürger finden, die sich in den umliegenden Gebäuden verstecken. Der Gasthof in der Nähe sollte gut genug zu verteidigen sein und er ist voll mit Vorräten. Die Sache hat nur einen Haken. Wo ist der Haken? Der Gasthof ist verrammelt und der Wirt wurde getötet, als er versucht hat, uns zu erreichen. Holt den Schlüssel von seiner Leiche und geht in den Gasthof. Gebt uns dann ein Lichtsignal. Ich werde die Bürger zusammenrufen und sie in Sicherheit bringen. Danach reden wir über meinen Schlüssel. Ich habe Blutdorn-Kultisten in der Stadt bemerkt. Als die Werwölfe angriffen, sind diese verdammten Blutdorn in der Stadt aufgetaucht. Es wirkte fast, als wären sie schon die ganze Zeit da gewesen. Ich glaube sogar, dass sie die Tore für die Werwölfe geöffnet haben. Sie hatten einen Plan. Und sie haben ihn fehlerlos in die Tat umgesetzt. Ihr glaubt, dass Falchuh und die Blutdornen zusammenarbeiten? Auch wenn sie vielleicht nicht so angefangen haben, so ist es jetzt jedenfalls sicher der Fall. Eine Ehe, die im Reich des Vergessens geschlossen wurde, da könnt ihr sicher sein. Aber nützlich ist sie allemal. Okay. Bringt die Zutaten... Moment, jetzt bin ich gerade... Bringt die Zutaten zu einem hinter uns. Moment, wo ist er denn? Bist du der Alchemist? Ja. Seid ihr verletzt? Nein? Dann lasst mich in Ruhe. Ich habe die Zutaten für euer Werwolf-Heilmittel. Nur verlangt von mir keine Garantie, dass das Gegenmittel wirkt. Faulschuhs Brut ist ungewöhnlich robust. Aber könnt ihr ein Heilmittel herstellen? In einer Kirche? Ganz sicher nicht. Aber ich könnte es im Gasthof machen. Das ist Dariens Plan, uns zum Gasthaus zu bringen. Dann sehen wir weiter, wie es mit der Herstellung eines Gegenmittels gegen dieses schreckliche Leiden aussieht. Gut, aber ich habe zumindest schon mal meinen Sold getan. Und das Ganze abgegeben. So, findet einen Weg. Jetzt muss ich mal eben schauen. Warum haben wir jetzt hier zwei? Findet den Schlüssel zum Gasthof und findet einen Weg, die Wache von Kamlorn ins Gasthaus zu bringen. Okay. Muss ich jetzt aber erstmal den Schlüssel suchen, nehme ich mal an. Oh, jetzt bin ich... Nein! Ich wollte hier nicht in eine Sackgasse reingehen. War hier was? Du hast mich verfolgt. So nicht, mein Freund. So nicht. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt am besten dahin, wo wir hin müssen? So, hier. Zack. Ach so, wir sollen ins Gasthaus. Stimmt, hier sollen wir ja irgendwo was anzünden oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas sollen wir hier machen. Signalkerze anzünden, das war's. Gut, dass wir nicht das Gasthaus anzünden. Bringt die Verwundeten nach drin. Alle, die noch stehen können, verteidigen die Türen. Habt ihr schon vom Mordversuch am König gehört? Jemand hat ihn gerettet.
Darien spricht nur noch von Wein und Weibern. Aber hinter all seinem Getöse ist er ein besserer Taktiker als sein Vater. Obwohl das nicht viel heißt. Ist das Heilmittel bereit? Was denkt ihr, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Suppe kochen? Ja, hoffentlich. Hier ist es. Geht ein paar Werwölfe verprügeln, bis sie geschwächt sind. Und begießt sie dann hiermit. Wenn das Heilmittel wirkt, werden sie sich in ihre menschliche Gestalt zurückverwandeln. Dann schickt sie wieder hierher. Okay, Basti, du bleibst hier, sonst funktioniert das wieder nicht. Ja, machen wir erstmal das mit den Werwölfen. Obwohl andererseits, wenn er mir jetzt irgendwas sagt, dass ich noch was anderes machen soll. Und da sind wir im Gasthaus in Sicherheit. Mehr oder weniger. Wir haben das Licht gesehen und sind euch nach drinnen gefolgt. Und was nun euren Generalschlüssel angeht? Nicht so schnell. Wir brauchen Waffen und Rüstungen, um diese Zivilisten zu beschützen. Geheime Ausrüstungsverstecke der Wache von Kamlorn sind über die ganze Stadt verteilt. Räumt ein paar von ihnen aus, dann können wir mehr Leute bewaffnen. Ich werde die Ausrüstungsverstecke mit den Waffen und Rüstungen finden. Ja, genau das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Weil dann können wir das nämlich direkt parallel machen. Oh Gott, das sind so viele Ziele. Wo gehen wir denn am besten als erstes hin? Moment. Das ist hier hinter. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt von der Seite doch. Von der Seite kommen wir hin. Achso, ich dachte, wir müssen in die Häuser rein. Ah. Okay, so geht's auch. Da müssen wir rein. Guck mal, hier. Basti, schnappt ihr den mal? Genau, du schaffst das doch alleine, oder? Ich mach mal hier das X weg. Ich muss nur E drücken können im richtigen Moment. Hau noch einmal drauf und dann nur blocken, Basti. Guck mal, das ist ein Mädel. Alle sind tot. Die ist sehr hübsch. Alle. Ja, und ich liebe diese Stimme. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir da rein. Da ist, oh, da ist ein schwerer Sack. Meinte ich zwar nicht, aber ist so. So, dann müssen wir dich mal eben beseitigen. Dich habe ich mich schon von außen gesehen. Er hat was fallen gelassen. Eine Bitte um Vergeltung. Sehr schön. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich denke mal nicht, dass das jetzt so groß... Hat zwar mit der Story zu tun... Für alle, die da noch mehr drüber wissen wollen, ist aber jetzt auch sehr, sehr lang. Und ich möchte die Folge jetzt nicht noch künstlich lange ziehen. War da nicht noch eins? Die Bürgerhallen ist klar. Das Gasthaus ist hier vorne. Dann würde ich sagen, ihr seid jetzt zwar zu zweit, aber kommt mal her. So. Dich können wir runterhauen, denke ich. Jetzt sehe ich das wieder im Weg hier. Komm, komm. So, den haben wir schon mal. Was? Geh mir aus dem Weg, ich muss den zweiten machen. Nein, ich kann nicht E drücken. Wieso kann ich nicht E drücken? Hallo? Was ist jetzt wieder verbuggt, Leute? Sonst tötet Basti den wieder. Vielen Dank. Danke. Komm her. Hab Dank. Bei Fuß. Nee, du musst zum Basti gehen, sonst funktioniert das nicht. Nein. Geh zum Basti. Hallo. Der zieht deine Akku, merkst du das nicht? So. Ja. Und nun. Zack. So, heute waren wir mal ausnahmsweise ein sehr gutes Team, Basti. Sehr schön. Ich muss hier raus. An einen sicheren Ort. Ich bin aber irgendwie... Was ist denn das jetzt hier? Moment. Verlassenes Heim? Wieso habe ich hier eine Markierung? Achso, weil hier noch eine Kiste drin ist. Oh. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt schon alle gehabt. Okay. Dann war das Gasthaus doch woanders. Die Frage ist direkt hier vorne. Okay. Schnell hin. Sprechen wir erstmal mit dir. Das Heilmittel. Hat es funktioniert? Ja,
Das Heilmittel zeigt volle Wirkung. Die wahre Schande ist, dass ich keine weiteren Dosen herstellen kann, bis wir hier raus sind. Trotzdem konntet ihr ein paar unserer Bürger retten. Danke. Können wir mitnehmen, ohne es zu klauen. Das ist sehr schön. Darien. Ah, der wunderbare Klang der Rüstung. Gute Arbeit. Wenn wir hier lebend rauskommen, dann geht das erste Getränk auf mich. Ich habe ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten. Natürlich tut ihr das. Die gute Nachricht ist, dass ich tatsächlich den Generalschlüssel für die Stadttore habe. Die schlechte Nachricht ist, dass unsere aufregenden Abenteuer Faulschuhs Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Ihr wart zu erfolgreich, meine Freundin. Und jetzt, verzeiht den Scherz, jault Faulschuh ganz verrückt. Kümmert euch nicht darum. Wir müssen die Tore für die Löwengarde aufschließen. Ein mutiger Plan, insbesondere für meinen Vater. Wenn wir uns zeitlich gut abstimmen, sollte es aber schon klappen. Doch das ändert nichts daran, dass Faulschuh Jagd auf uns macht. Was schlagt ihr vor? Nehmt einen dieser frisch gerüsteten Städter mit. Lasst den Zivilisten die Feuer in den Türmen entzünden, um meinem Vater das Signal zu geben. Ich nehme den Rest der Zivilisten und meine Wachen mit und wir schließen die Tore auf. Ihr wollt nur, dass ich einen Zivilisten beschütze? Oh nein, ihr habt noch etwas viel Wichtigeres zu tun. Sobald die Feuer entzündet wurden, konfrontiert ihr Faulschuh. Beschäftigt ihn so lange, bis unsere Truppen die Stadt einnehmen können. Sobald ich kann, werde ich euch Hilfe schicken. Ihr erwartet von mir, dass ich mich Faulschuh ganz alleine stelle? Jetzt tut nicht so bescheiden. Ihr habt euch doch mehr als bewiesen. Das Schicksal ruft und ihr müsst ihm folgen. Das klang doch ziemlich gut, oder? Ich sollte diesen Kram aufschreiben. Ich brauche Feuer, um Faulschuh zu besiegen. Oh, wir können euch Feuer geben. Zumindest, sobald die Bogenschützen der Löwengarde hier eingetroffen sind. Haltet Faulschuh nur lange genug hin. Dann werdet ihr so viel Feuer bekommen, wie ihr braucht. Na gut. Wer wagt es, in meine Stadt einzudringen? Findet sie! Tötet sie! Bringt mir ihre Knochen! Wir finden euch, wir töten euch, aber wir werden euch keine Knochen bringen. Moment, eskortiert einen Freiwilligen zum Südturm. Wo genau ist der Südturm? Der ist hier. Zack. Hallo. Haltet weiter Ausschau. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja, macht hin. Okay. Ich habe das Signalfeuer entzündet. Gehen wir weiter. Okay, machen wir. Aber ich muss noch mal kurz looten. Da ist irgendwo einer. Wenn ich jetzt wüsste, wo. Könnte eigentlich auch reiten, ne? Schwuppdiwupp. Ach, da. Okay. Einmal aufschließen, bitte. Komm, schließ mal eben auf, Feuer. Lauf, Junge, lauf. Haltet weiter Ausschau. Es wird nicht mehr lange dauern. Das ist was, Mädel. Kommt alle her. Zu mir nach vorne zum Turm. Wem schießt mich denn hier? Hast du sie noch alle? Ich habe das Signalfeuer entzündet. Gehen wir weiter. Okay. Dann komm mit. Ich reite, du läufst. Ist doch fair aufgeteilt, oder nicht? Oh, Leute, kommt. Schließt auf. So. Komm her. Hallo. Kommt mein Zivilist auch nochmal?
Lass den in Ruhe. Geh auf den Basti und lass meinen Zivilisten in Ruhe. Viel Glück beim Kampf gegen Faulschuh. Ja, das ist ja geil. Hä? Ich habe aufgeschlossen. Die kämpft ein bisschen hier draußen rum. Das ist ja cool. Macht eigentlich nichts, aber sagt dann, ich gehe jetzt wieder zurück. Besiegt mal unseren Boss. Ja, natürlich. Ach komm. Basti, mach doch einfach mal deinen Job. Und zieh die mal, damit ich rein kann. So. So, Faulschuh. Wo bist du, räudiges Drecksvieh? Ich habe getan, was ihr wolltet. Diese Stadt gehört jetzt mir. Du bist immer noch meine Kreatur, Sklave. Ich habe dich erschaffen. Ich habe Camlorn verschlungen. Ganz Glenumbra wird mir gehören. Nutzlose Kreatur. Die Löwengarde steht vor deiner Tür. Du hast versagt. Die steht sogar hinter dir. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Spürt meinen Zorn! Bogenschützen, das ist euer Ziel. Anzünden, spannen und schießen. Nein, bitte nicht. Der ist schon tot. Leute? Nicht auf mich schießen. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt echt erwartet, dass ich den jetzt mit Feuer besiegen muss. Aber nur gut. Ist nicht auszuhalten. Was ist nicht aus? Achso, der Schmerz. Der Spaß, habe ich verstanden. Ihr habt es geschafft. Ihr habt Faulschuh getötet. Jo, das war eine gemeinschaftliche Anstrengung. Ja, meine Freundin. Doch ihr habt das Blatt gewendet. Wir hätten den Krieg um ein Haar verloren. Doch dann kamt ihr und habt uns den Weg zum Sieg gezeigt. Warum waren sie derart auf Camlorn versessen? Mein Sohn könnte mehr über diese Dinge wissen. Ich kann nur vermuten, dass sie versuchten, die Löwengarde auseinanderzureißen. Sie wollten unsere Streitkräfte entzweien und uns vernichten. Wenn ihr nicht eingegriffen hättet, hätten sie durchaus Erfolg haben können. Es gibt auch andernorts Ärger? Ja, überall in Glenumbra. Die Löwengarde ist weit verstreut und ohne König Kasimirs volle Unterstützung bin ich mir nicht sicher, ob wir mit allem fertig werden können. Wenn ich natürlich ein paar Leute wie euch hätte, hätten wir vielleicht eine Chance. Was geschieht jetzt mit Camlorn? Wir bauen alles wieder auf. Natürlich müssen wir uns nach wie vor um Faulschuhs Meister kümmern. Aber morgen ist auch noch ein Tag und wir sollten diesen Sieg genießen. Nun lasst euch durch mich bloß nicht aufhalten. Wir haben beide zu tun und ihr solltet mit meinem Sohn sprechen. Ich habe ja bis heute immer noch nicht verstanden, warum es immer wieder so Passagen gibt, wo zwei verschiedene Leute sprechen. Also ich vermute welche mal, dass das nachsynchronisiert wurde. Was? Was? Ich wusste nicht, dass Gloria in all das verwickelt war. Es sieht richtig gut aus, wenn sie durch Werwölfe wartet, denkt ihr nicht? Vielleicht kann ich später mit ihr zusammenkommen. Eine Flasche Wein teilen, ein ruhiges Eckchen finden, wo wir Aufzeichnungen vergleichen können. Spart euch das vor euer Gefolge, Hauptmann. Euer Vater hat mich geschickt, um mit euch zu sprechen. Ich wollte euch danken. Persönlich. Vielleicht hätten wir Camlorn irgendwann zurückerobert, aber es wäre nicht so schnell gegangen und ganz sicher nicht mit so wenigen Verlusten. Ihr habt viele Leben gerettet und das ist etwas, das ich nicht so schnell vergessen werde. Was werdet ihr jetzt tun? Ich scheide aus der Wache von Camlorn aus. Hier brauchen sie jetzt Bauarbeiter, keine Soldaten. Außerdem ist dieses Monster Angoff noch da draußen. Jemand muss sich darum kümmern. Es sei denn, ihr würdet mich mit einem kleinen Umtrunk noch ein Weilchen vom Beginn meiner heldenhaften Reise abhalten. Wie vor allen Dingen wieder dabei guckt, so nach dem Motto, gib mir jetzt bloß keinen Korb, sonst ist mein Herz gebrochen. Naja, er ist ein ziemlicher Weiberheld, deswegen, ich glaube nicht, Darien. Ihr seid nicht mein Typ. Eine Schande. Ich hätte wirklich gerne noch etwas mit euch getrunken. Nun ja. Auf jeden Fall habe ich diese Leute enttäuscht. Die Werwölfe haben sich unter meinem Kommando hier eingeschlichen. Ich muss dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommen kann. Es ist Zeit, dass ich weiterziehe. Der Erste, der es bis zu Angoff schafft, der zahlt auch die erste Flasche Wein. Aber im Ernst, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ihr seid wirklich ein Vorbild für uns alle. Und ich muss es wissen, denn schließlich bin ich wohl selbst ein Vorbild für manche Leute. Und wir haben schwere Schultern von Seth Segen des Würtbaums bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Immer noch hier, ja? Ihr habt euch das mit dem Getränk wohl nicht anders überlegt? Ach, egal.
Wir beide müssen uns noch um einige Dinge kümmern. Wo wir gerade von Angoff sprechen, habt ihr eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich habe erst vorhin einen mit ihm gehoben. Wir plauderten über unsere Lieblingsessen, unser Liebesleben, seine Pläne für die Weltherrschaft und all solche Sachen. Nein, ich habe keine Ahnung, wo Angoff ist. Aber ich werde ihn finden. So viel kann ich versprechen. Wo werdet ihr eure Suche beginnen? Ein Trupp Soldaten der Löwengarde zog nach Norden, um ihn aufzuspüren. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört, aber wer weiß schon, was in diesem ganzen Unsinn mit den Werwölfen alles untergegangen ist. Wir können genauso gut dort anfangen. Vielleicht haben sie etwas gefunden. Ich werde nach ihnen suchen. Ja, es tut mir ja wirklich leid. Wirklich sehr, sehr leid. Er ist ja auch ganz hübsch, ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Aber er ist ein totaler Weiberheld und ich stehe überhaupt nicht auf Weiberhelden, abgesehen davon, dass ich real sowieso einen Freund habe. Aber auch wenn ich in Tamriel leben würde, wenn ich schon mitkriege, dass einer irgendwie ständig nur von Weibern redet, dann kann er mir mal sonst wo runterrutschen. Es tut mir leid, Darien, ich wollte nicht euer Herz brechen. Aber ich muss leider eures jetzt brechen, weil ich muss jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Zielort wieder. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wo das eigentlich ist, aber wir werden uns auf jeden Fall dort wiedersehen und dann eine neue Quest beginnen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.